Herzlich willkommen, liebe Leute, zurück zu Let's Play Super Mario Odyssey. Wir machen dort weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Bruder ist über dem See. Ne, an so ziemlich dieser Stelle hatten wir hier aufgehört. Und was ist das? Oh nein, diese Handlanger des Ungeheuers sind hier, diese Handlanger. Völlig ungeboten durchgeraucht. Sie haben das schönste Sneaksenkleid unseres Landes gestohlen. Also esst einfach nur Fürsterlis. Tja, das ist tatsächlich Fürsterlis. Aber I will help you, Miss. Wir haben ja auch so unser tolles Swim-Outfit hier, mit dem wir definitiv nie untergehen werden, weil wir einfach sicher sind und uns ins Wasser springen können, sicher sein können. Wir können damit nicht untergehen. So, nein. Das macht die ganze Sache hier ein bisschen sehr schwer. Jetzt ja, die haben es ja geschafft. Dann haben wir den Mond, den wir 800 Meter. Hallo, hoch, 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 gut. So. Damit, hier waren wir schon. Wieder haben wir den Mond schon? Naja, das haben wir quasi nochmal. So, wir wollen hier hoch. Ah, da hinten geht's zum Aquakund, richtig. Hier wollten wir hin. Oder? Nee, waren wir doch schon alles, hä? Ja, im Moment, bei waren wir doch schon. Ja, ja. Oder? Irgendwas sagt mir, dass wir es in Wahlen. Irgendwas sagt mir, dass das Snorkel-System hier eigentlich gar nicht funktionieren kann, auch wenn es funktionieren sollte. Und Mario gerade ja dementsprechend Wasser einatmet. Wenn wir die Spielmacherei logischerweise jetzt hier nehmen. Halt, da gibt es glaube ich nur ein Herzen, oder? Kann das sein? I'm not sure. Vielleicht gibt es hier auch mehr. Ja, yep, hier gibt es mehr. Mit unter anderem eine Mittelfleck, durch die wir exakt dahin kommen, wo wir hin wollen, nämlich hier. So, hier waren wir ja überall schon. Ein bisschen unnötig war, dass wir den Weg hier nochmal machen müssen, aber es ist ja trotzdem immer sehr schön zu sehen hier. Die wunderschöne Unterwasserwelt, auch mit der Musik, was man hier hört, das ist doch einfach nur traumhaft. Ich war bei Bob Duma und ist nicht umsonst eins der meiner Meinung nach besten Spiele, die es einfach gibt für die Switch. Und das sieht man auch genau in solchen Momenten wieder. Ne, man einfach so checkt, dass das ein super geiles Spiel ist. Ne? So, jetzt trinke ich mal geschwind was, weil ich habe Getränk nehmen müsst ihr nicht, trinke so selten was irgendwie letztes Jahr. Hm. Was sagen wollte ist, ich irgendwie schon wenig trinke und ich gedacht machen sollte, dass ich mehr trinke. So, ja, wir wollen hier hoch und hier müssten wir jetzt nämlich durchkommen, meint es hier, und da hat den nämlich den letzten Part aufgehört. So, wenn du den weiten Weg ins Seenland reist, wäre es angebracht, Sim-Test nicht gekleidet zu sein. Um zum Ausstellungsraum durchgelassen zu werden, musst du wie ein Swimmer gekleidet sein. Reisender, so kannst du problemlos schwimmen gehen. Ja, rein spaziert. Danke, Miss. Das ist uns sehr im Vorteil. So, exakt hier hat mir jetzt mal aufgehört. Bei dem sehr schönen Kleid. So, die Frage. Wo geht's hier weiter? Ah. Wah. Lol. Das. Hey, das ist mein geiler Move, schaut mal. Oh, lol, den Feier ist gerade übelst. Hallo, ich will nicht mehr Cappy wiederholen, Mann. Was ist denn das, hä?
Okay, aber die Frage ist, was mache ich jetzt hier? Ich dachte, hier geht's weiter. Hä? Das muss man jetzt nicht kapieren, ne? Gibt es irgendwo einen Stern oder so? Hey. Nein. Ich will nur hier hoch. Ich will hier hoch. Ach, ist ein Rückwärtssprung, ne? Okay, vielleicht wenn ich's. Hä? Mann! Wie wo? Da wird irgendwas gezeigt, ne? Ja, wa was denn? Ja, ich glaube, die Idee war gar nicht mal so falsch. Doch, ich muss irgendwie, ich glaube, ich muss die Kappe hier irgendwie drauf tun. Hä, da irgendwas müssen wir hier machen. Was weiß nicht was. Vielleicht kann die heulende Dame mir weiterhelfen, das Ganze zu lösen. Könnte man ja mal annehmen. Weil vielleicht weiß ich, vielleicht gibt es ja auch gar nichts so zu machen. Wir hatten also ein Schaufenster, aber dann hat die Unordentlich gestohlen. Vielleicht macht man hier auch einfach gar nichts. Ja, aber ich kann das Stickenkleid, ich muss jetzt ja weiter. Ich glaube, das ist nur eine Irreführung. Aber wenn das Schaufenster sogar extra hier benannt wird, muss es doch hier irgendwas haben. Muss einfach. Irgendwo, irgendwas. Mann, einmal kommt jetzt ein Stephen hier. Mit dann Stephen hier aber auch nicht gesagt umgehen, ne? Nee, aber ich glaube, hier gibt es erst nichts Krasses zu sehen. Ah, Mann, mich nervt es mal, wenn man hinfällt. Also, nee, ich glaube, wir müssen weiter. We have to go on. Anywhere else. Ja, ich sag auch einen Pfeil hin, aber ich kann hier nirgendwo hin. Was zeigt der Pfeil da hin, wenn ich mich verarschen? Also, ich lasse diese Rätsel hier erstmal Rätsel sein. Die beiden, die ich hier nicht kapiere. Und schaue, dass ich jetzt weiterreise. Ich muss in die Richtung. Da ist die Mitfallfleck. Okay, da komme ich dahin. Gut, ich glaube, ich weiß, wie es weitergeht. Also, die Schaufenster hat mich jetzt sichtbar ein bisschen verwirrt irgendwie. Ich meine, was macht das hier, wenn mir da nichts damit. Lol. Nein. Damit eigentlich gar nichts zu tun haben. Das macht keinen so wirklichen Sinn irgendwie, aber gut. Okay, lassen wir das mal dabei. Der Sache müssen wir jetzt nicht genau auf den Grund gehen. Ui, schön Sonic-Fake-Ringe sammeln.
Holy shit, holy shit, holy moly. Das war gerade leicht unnötig, ey. Und nee, das kannst du nochmal hochspringen. Ah, die Part, die Zeit ziehe ich nicht von eurem Partner, aber die gibt, kommt extra drauf. Wird das meinetwegen mal mehr als 15 Minuten lang. Aber dafür sehen wir auch solche Versemmelnisse nicht mehr. So, hier. Das haben wir erstmal hier hoch, weil hier gibt es bestimmt irgendwas, sonst wäre hier kein Weg, ne? Vielleicht aber auch nicht, ne? Ich glaube, es ist dort, dass es nirgends sowas gibt. Na gut. Ist okay, nein. Da. Ha, hier. Hoi, wo geht's hier hin? Oh. Holy moly. Richtig gut, das lässt. Nein. Ich fühle mich leicht eingeengt. Uah. Nein. Nein. Was kann man dagegen machen? Holy. Okay. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich muss mich halt gar nicht ein bisschen meinetwegen mehr konzentrieren. Sagt ihr, ich bin frutzt runter. Holy, was schafft das jetzt? Diese Neben-Side-Quest hier, der mir einen Stern gibt, den mache ich jetzt auch. Ich finde es so toll, dass ich die gefunden habe. Wisst ihr? So. Jetzt heißt es erstmal. Gibt's, geht's hier rechts irgendwas? Oh, nice. Nehmen wir noch gerne solche Dinger, wenn ihr einen schon begegnen. Ah, meine Hand eingeklemmt, Hand eingeklemmte. So. Gut. Hier muss man halt logisch denken. Und im richtigen Moment so ungefähr. Zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Jetzt. Nein! Das Dicker! Holy! Was ist das? Holy, das ist nicht einfach. So. Ja, in Richtung Metten Martin und dann gleich Duas. Metten Duas. Jetzt. Ich muss mir nur schauen, dass man genau auf den Dinger nie ankommt. Und hier das mal diese. Da, hä? Ach du Heilige! Da gesagt zu landen, ist es nicht einfach. Und vor allem geht es ja auch noch weiter, das ist das miese. Hier ist Warten erstmal deutlich intelligenter. Da hinten ist der Mond, das sehen schon.
Ist auch, dass wir einen reichlich schweren Weg bis dahin haben. Aber ist ja auch, dass wir das schaffen werden. Gut. Warte. Alles klar. Das ist nicht einfach. Ich hasse die Physik. Mann, aber es fuckt halt ab, dass man ja alles dann wieder von vorne machen muss, ne? Das ist halt dezent nervig. Aber ich möchte die Scheiße jetzt bekommen. Möge es so lange dauern, bis es dauern soll. Natürlich möchte ich daran keine 15 Minuten setzen, aber mal sehen. Komm her. Danke. So. Jetzt muss ich mal warten, bis das Ding wieder da ist. Das kann man ja alles schon. Jetzt kommen wir rüber. Jetzt kommt die Datei hier. Den müsste ich nach Tinten klecksen. Die uns gleich genau zu einer relativ großen Plage werden. Weißt du, ich hab mich einmal gefreut, weil ich es in einzelnen hochgeschafft habe, ne? Dann geht's hier aber weiter. Das ist nicht einfacher, lustiger, whatever. Das ist eigentlich nur schlimmer. Holy. Yes. I would say we have probably done it. To the moon. Akrobatisches Darbietung. Ja, Akrobatisch war es definitiv. Und wir haben den Mond erhalten. Sehr schön. Und mit dem schönen Mond, den wir jetzt haben, bedanke ich mich ganz herzlich beim Zuschauen von der Folge von Super Mario Odyssey. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Thank you.